Die Forderungen der Demo für alle stehen einer offenen und pluralen Gesellschaft entgegen. Und deshalb sind wir heute hier. Wir stehen für Solidarität, für sexuelle und geschlechtliche Vielfalt, für ein demokratisches und plurales Miteinander. Und wir lassen uns von christlichen Fundamentalisten nicht verrückt machen. Und deshalb ist es schön, dass ihr hier seid. Und ich wünsche uns allen noch eine tolle Gegenkundgebung, bunt und laut. Kindern trauen wir das im Allgemeinen eigentlich nicht zu. Kleinen Kindern sagen wir, steig nicht zu fremd ins Auto ein. Kleinen Kindern sagen wir, du darfst keine Geschäfte abschließen, du kriegst nur ein Taschengeld. Kleinen Kindern sagen wir, wenn du Probleme hast, wende dich an deinen Vater und deine Mutter, an den Lehrer etc., weil wir wissen, dass sie allein aus ihrer körperlichen und auch geistigen Nichtreife noch nicht in der Lage sind, freie Entscheidungen zu treffen. Eingelegt und möchte gerne in eine Bildung gehen, wie sie vielleicht im vorletzten Jahrhundert geherrscht hat. Die GEW steht, sagte ich schon, für Toleranz und nicht für Intoleranz. Wir stehen für Weltoffenheit und nicht für kleinkarierte Beschränktheit.
Wir stehen für ein Miteinander im demokratischen Raum, für Akzeptanz und vor allem für Miteinander reden und nicht gegen für Hetzereien, wie sie von der anderen Seite rüberkommen, gegen diejenigen, die hier nur ganz normal ihre Pflicht erfüllen und die ganz normal über die gesellschaftlichen Verhältnisse informieren und nicht indoktrinieren, wie es nämlich von dort unterstellt wird. Hören wir diese Selbstdarstellung von Rechtskonservativen, die einfach sehr viele Sachen erzählen, die nicht stimmen, die behaupten, es würden Dildos verwendet für Kindergartenkinder, die behaupten, alle Schwulen wären irgendwie pädosexuell und würden sicher kleine Kinder ranmachen. Wir haben recherchiert bei dem Motto vom diesjährigen Cologne Pride, Coming Out in Your Style, dass es unwahrscheinlich viele rechte Seiten gibt, die falsche Empfehlungen geben für junge Menschen oder Eltern, deren Kinder vor dem Coming Out stehen. Wir finden das erschreckend, wenn jemand unsicher ist und vom Coming Out ist und kommt auf so eine Seite von rechtskonservativen Kirchlichen, die dann sagen, sie sollen das Kind in eine psychologische Klinik stecken, damit es geheilt wird vom Lesbischsein, vom Schwulsein, vom Bisexuellsein, dann ist es ein unwahrscheinlicher Schaden. Denn Tatsache ist es, die Erde ist leider rund und nicht flach. Und viele behaupten, Homosexualität könne man anerzogen bekommen, was natürlich auch totaler Quatsch ist. Homosexualität, Heterosexualität ist genetisch. Es ist nicht anerzogen. Jeder kann so geboren werden und seiner Identität folgen. Und diese ganzen Aufklärungsprojekte auch, wenn Schwule und Lesben an Schulen gehen, so wie das tolle Projekt Schlau oder das Projekt Wir, wo viele Ehrenamtler in Schulen gehen und jungen Menschen erklären, auch Heterosexuellen, was es bedeutet, schwul und lesbisch, bi oder trans zu sein. Das baut Vorurteile ab. Also geht auf die Menschen zu, auf Schwule, und erzählt einfach keine Lügen. Seid offen, wendet euch an seriöse Beratungsstellen und Homepages, wenn ihr feststellt, dass eure Kinder vielleicht eine nicht heteronormative Identität haben könnten.